Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Und jetzt kann ich sagen, Akt 1, das hier zum Beispiel. Und dann sehe ich Levelanfang. Levelanfang haben wir schon was vergessen. Okay. Aha. Ja, das war ja der eine Trainer, der was da so in die Höhle reingepurzelt ist, aber wir haben sie nicht aufgehoben. Da wird ja beim Video kommentiert. Das Praktische ist, man kann es gleich sogar unterteilen in einzelne Parts in diesem Bereich. Das macht es einfacher. Oh ja, okay, cool. Sieht man auch, in welchem Teil man was übersehen hat? Ja. Weit weg von zu Hause, da er zusammen cool. Mit anderen Zauberern eine Zauberkonferenz besuchte. Sie hätten es zwar wirklich ein bisschen mehr usability-freundlich machen können, aber okay. Da versagt. Simon einladen. Stunden Spielzeit, krass. Wie viel? 18. Wow. Und es einen oder zwei mit irgendwie immer dumm gammeln, aber ist noch trotzdem ein bisschen recht lang. Ach so, stimmt, das war der Only Level. Nur er. Aber schau, siehst du, jetzt haben wir alles freigeschalten quasi. Das Wichtigste, die Planken. Ah ja, stimmt, die haben alle Skills. Also, muss zwar wieder lernen, aber. Aber an sich ganz cool. Dann kann man da schneller durchlaufen. Ganz schön frisch hier. Oh, wie leicht das halt einfach geht. Jetzt könnte man Speedrun machen. Also, ich kann da jetzt gar nicht die Charaktere durchwechseln. Warum fällt? Oh. Ah ja. Da haben wir's. Hast du sie schon eingesammelt jetzt? Nein, noch nicht. Wolltest du noch mitlaufen? Schneeball ins Gesicht kriegen. Da oben ist sie, oder? Zack. Die haben wir irgendwie zerbrochen, aber nicht aufgesammelt. Ja. Errungenschaft, okay, das heißt, da haben wir jetzt alle, oder? Ja. Alle vom kompletten ersten Gebiet, also vom... Mhm. Vom So, warte mal, sollen wir mal... Sollen wir 2-3 Gebiete mal noch vervollständigen? Ah, das ist wirklich praktisch. Jetzt sehe ich da 16 von 16, 8 von 8, 9 von 8, okay. Ich schau mal, ob ich uns hier direkt hin teleportieren kann. Wo es fehlt. 5 von 8, da Kontrollpunkt 10. Ja, das ist ja geil. Die vielen Briefe der Meisterzauberin führten unsere das drei ist Helden ja cool. auf eine felsige und windgepeitschte Heide. Dort hast du ein Ladebildschirm? Suchen, ja. Den so mysteriös verschwundenen Prinzen. Das ist echt cool. Da haben wir jetzt drei übersehen, oder wie? Warte. Ein paar. Ja, drei. Drei. Okay. Da haben wir drei übersehen. Lass uns den mal suchen, oder? Wir hätten jetzt einen Magnetschild. Ja, das stimmt allerdings auch, gell? Cool, dass man jetzt mit allen Fähigkeiten dann noch einmal so auf Erkundungstour gehen kann. Das taugt mir echt auch. Dass man das so ein bisschen einfacher hat. Nicht alles nochmal von Anfang an. Also, das Chargen ist ja das, was man am meisten am Arsch geht vom Spiel. Da ist jetzt aber schon gespeichert worden. Haben wir jetzt nur in dem. Ja. Also bei dem Checkpoint jetzt drei übersehen, okay. Ja. Sind wir schon durch da? Also oben da hat es jetzt dann schon wieder gespeichert, ja. Echt? Okay. Ist da irgendwo irgendwas? Oh.
Ich meine, die Möglichkeiten sind ja mittlerweile grenzenlos. Nein! Er nimmt mir meinen Magnet. Okay. Pff. Die Kamera nicht noch. Ich sehe halt mal gar nichts. So, das wird es wohl eher nicht sein. Wie wir da runterschweben. Hat's was mit dem da oben zu tun? Muss man das irgendwo dagegen chargen? Schon wieder mit dem Chargen. Passiert? Na. Na. Wow. Sollte halt echt beim Kontrollpunkt 10 hier sein. 5 von 8. Habe ich jetzt nochmal neu gestartet? Ja, bei mir ladet es jetzt. Entschuldigung. Okay, da fängt es an. Die Frage, ob da oben dann schon der Kontrollpunkt C vorbei ist oder nicht? Ja. Ist es da? Ist es diese oder diese? Das alte Chargen. Warte, ich friere es ein. Wenn es oben ist. Achso, ja. Was? Verlangsamt das wieder. Es ist halt schneller, wenn du nicht draufstehst. Warte. Mach überhaupt Friss. Mach's nochmal Klaus auf. Oh. Okay. Aber wir haben diesmal keinen magnetischen Schild gemacht. So. Ja, das Einzige, was man jetzt so vorstellen kann, ist, dass es da drüben ist. Jetzt haben wir den magnetischen Schild. Ja, wirklich. Ah! Ja. Okay. Das ist ja fies. Na, passt, sollen wir die nächsten auch machen? Mhm. Ist ganz praktisch, dass man da gleich direkt hinkommt. Dass man so einen Anhaltspunkt hat, wo das sein muss. Ja, vor eben. Wenn es Sinn oder Spaß, das nochmal nachzusammeln, weil wenn man immer blind den kompletten Level da durchrennen müsste, das wäre ja nicht lustig. Da haben sie sich was überlegt. So, da war es am letzten Kontrollpunkt. Vom Bosskampf wahrscheinlich. Unsere Helden dem dornigen Garten entkommen. Multiplayer gespart haben, haben sie da investiert. Doch nun hingen dunkle Wolken über ihrer einstigen Pracht. Das Backtracking haben sie drauf. Übersehen? Oh, das Spritzlevel. Da haben wir 5 übersehen. Das war unser toller Spritz. Spritzspaß. Ja, warte. Das ist ja mittlerweile auch. Einfacher. Ja, du bist zu weit vorne. Na, was? Und jetzt denselben Turm da drüben noch einmal. Warte, der fällt runter. Mach was. Lange mal dumm tun, mach ich da einen Magneten. Wir machen einfach den Standard, oder? Es taugt mal wieder. So. Unser Standard.
Okay. Wie viel haben wir denn da jetzt übersehen? 5. Tränen. 5? Mhm. Wahrscheinlich alle auf einem Fleck. Oder auch so fette. Ah! Hm. Ach, endlich. Es muss hart sein zu sehen, was ihr in eurer Ab... Sag bloß, das ist ein Bosskampf. Als die Helden in den Tiefen der Burg in die Enge trieben, zerstörte Prinz Selios seinen Traumtag. Das war schon da oben, da war das Intro. Zur Überraschung unserer Helden verschwand der junge Prinz. Okay. Gehen wir nochmal zurück. Fünf Tränen. Hm. Endlich waren unsere Helden dem dornigen Garten entkommen. Endlich waren unsere Helden dem dornigen Garten entkommen. Ja, es wird vermutlich auch fette Träne sein, aber die Frage ist, wo? Du purzelst bei mir unendlich nach unten. Das wahrscheinlich nicht. Sag bloß, da ist drinnen. Kann man das zerstören? Nein. Na, aber lustig, man kann das aufheben. Ja. Kannst du das rausziehen vielleicht? Warte mal. Nein. Bäm. Da nicht, oder? Kann man... Warte mal. Nur Interesse halber, kann ich das auch in die andere Richtung lenken und das Feuer quasi auslöschen da? Von der Fackel? Bringt uns das irgendwas? Aha. Du merkst, ich greife nach nach jeder Gelegenheit. Ja, warte, ich geh da gerade ein bisschen zurück. Na, da haben wir die Träne. Was ist da? Kann man sich ja runterfallen lassen. Ding daher. Okay, ja, na warte. Also du meinst da oben, oder was? Die Wand. Der magnetische Todesturm. Bringt einfach mal gar nichts. Oder? Ich merke ja, nicht. Hat jetzt auch gesagt. Hm. Im Zwischenraum? Hä? Was passiert denn da mit dem Wasser? Machen wir mal zuerst da oben wieder mal auf. Achso, wir müssen wieder da Dings machen. Ja, okay. Also, ja. Ja, genau. Passiert. Wow. Einfach wieder alles kaputt machen. What? So, warte, ich hol's rüber. Schaut so aus, als könnte man beim Wasserrad oben links vielleicht rein. Also der Dom ist kacke. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Magnetisch. Ja, machen wir unseren Klassiker. Da darf man nicht mehr rein, oder? Ja, zumindest nicht ans Ende gehen. Achso, ja, genau, da geht's eh noch weiter. Das können wir noch reinspecken. Ist vielleicht die Decke da nur zum Aufspecken? Warte mal, ja, wahrscheinlich. Ja, das kann sein. Das kann sein. Decke und die Charge dagegen. Ja. Was macht er denn? Ich mach da wieder eine Brücke. Einfach auf die andere Seite, da ist glaube ich schon so eine Rampe. Na. Hä? Einfach nochmal zurückchargen, gell? Geh weg. Au.
Geh weg. Okay. So, und dann zack. Na, cool. Mm. So einfach geht's. Hat ein bisschen unscheinbar ausgeschaut, okay. Das ist aber echt fies, diese unscheinbaren Sachen. Boah, da haben wir ja brutal viel übersehen. Da haben wir ja komplette Tomaten auf den Augen gehabt. Haben wir mal 5 verpasst beim Kontrollpunkt 8. Als sie die Helden in den Tiefen der Burgruine in die Enge trieben, zerstörte Prinz Selius seinen Traumtag. Oh Gott. Das. Dem wäre Kram. Also die Krämpfe, die könnten sich ja sparen. Ah, da oben schaut schon immer nach Schalter aus. Da oben, okay. Die hat man wohl. Stirbt man da? Ah ja, da oben, das haben wir, ja. Okay. Gott, ich hasse Chargen. Da irgendwas? Na. Nicht? In Ordnung aus. Da ist jetzt aber schon Saving. Also das ist vermutlich schon der nächste Kontrollpunkt. Mal. Simon. Ja, ich will... Wart halt mal, bis ich fertig bin. Seh was. Ich glaube, ich hab's. Okay. Ja. Echt? Wo hast du es denn gehabt? Da war so ein Gemälde links an der Wand, wo jetzt der Schalter aktiviert worden ist. Eins drüber und dann ist von der Decke runtergeflogen. Okay. Aber Achievement habe ich gerade keins gekriegt. Achso, weil wir noch nicht ganz durch sind. Mehrere übersehen haben, oder? Wahrscheinlich. 2 von... Na, steht immer noch da, 2 von 7. Aber ist egal. Vielleicht, weil der gespeichert worden ist? Ich mach's noch einmal. Als in die Helden, ist ja eh gleich am Anfang. In der Burgruine in die... Und in den jeweils nächstes... Wo sind wir jetzt? Das. Da waren wir ja gar nicht, oder? Na, da waren wir nicht. Hä? Oh Gott. Doch, da waren wir wohl. Boah, wie war das schon wieder? Oder wir haben woanders was übersehen. Da vorne. Jetzt sind wir in einem anderen Gebiet, aber kann schon, vielleicht haben wir da ja übersehen, kann schon sein. Boah, ja, wie also war das schon wieder, das Rätsel? Wir haben bei Kontrollpunkt 8, 9, 10 und 11 ausgelassen. Alle hintereinander. Kompletter Fail. Da habe ich überhaupt keine Ahnung mehr, wie das gegangen ist. Ah, du hast aber recht, warte, das war so, glaube ich. Weggehen. Halt andersrum. Eine normale Kiste vielleicht? Jetzt da hinten. Na, warte. Ja. Nein, jetzt ist es zusammengeflogen. Ein Pontius einfach. Wir können jetzt 2 Schilde machen. Ist gegangen so?
Achso, warte. Na, ich glaube. Ich glaube, wir brauchen eine Kiste jeweils, oder? Die wir drunter schieben. Jetzt tun wir das mal weg. Na. Kurz. Geh so weg. Lass mir überlegen, passt das? Na. Also es wird schon, glaube ich, passen. Oben. Achso, aber die Kiste reflektiert ja nicht, gell? Nein. Ich hätte nämlich das so geplant und das dann aber nach unten. Ah, warte, warte, ich hab eine Idee. Da nicht schräg machen. Achso, die das rumäppeliert. Achso, warte, ich geh weg. Ah, das geht sich hier nicht aus. Ja, ganz knapp nicht. Warte, dann links. Links. Ah. Wie haben wir denn das gemacht damals? Jetzt ins Let's Play schauen. Ja, nein, nein, warte. Wir können halt echt nur wieder cheaten mit unseren Plattformen. Magnetische Plattformen. Zuerst einmal das da schon einmal anleuchten. Leuchte so rüber. Dann leuchten in das andere Auge, oder? Mit dem Pontius. Was? Mit dem Schild. Ein Strahl zum anderen Auge runter reflektieren. Passt das so? Achso, das muss aber dann so bleiben, oder wie? Was ist denn jetzt nicht aktiviert? Kannst du die nach oben schwingen und so einen Schalter aktivieren, dann bleibt so. Und ich weiß, glaube ich, wo wir die Tränen übersehen haben, das sind da, glaube ich, links oben an der Decke. Das haben wir vermutlich nicht aufgemacht. Mein Gott. Gestanden bist. Okay. Marc, kannst du das aktivieren? Na, den Schalter aktivieren. Okay. Okay, passt. Und jetzt glaube ich da links oben. Ah, stimmt. Siehst du das? Ja. Auf, aber wie geht's auf? Wie geht's? Hey, wie geht's? Ah, mit dem Rad. Wir haben da ein Rad, siehst du es? Und da hinten ist ein Rad. Aber ich weiß nicht, wie man das aktiviert. Magneten. Na, das war sehr ungewollt. Mach auch schon wieder ungewollte Sachen. Moment, ich hab ne Idee. Magneten. Oh, einfach so. Ne. Ne. Damit vermutlich machen. Haben wir es da drin übersehen, oder? Hat jetzt gesagt. Ja. Entschuldigung. Ja, da geht's auf jeden Fall weiter rein. Hier oben noch irgendwas? Oder war's das? Na, da geht's dann weiter. Ist einfach offen. Moment. Schwingen.
War so einfach. Aber da ist jetzt nichts rausgekommen, oder? Das ist ein größeres Rätsel. War es am Ende so einfach? Ich kann auf jeden Fall jetzt nicht zu dir, weil es jetzt wieder zu ist. Was? Zu. Hä, okay. Das schaut zu aus bei mir. Oh, okay. Haben wir ja komplett übersehen. Wie war das? Ob wir da einfrieren müssen? Ah, das kann sein. Mach mal, achso. Schalter rechts daneben. Ah. Der Kampf mit den 1000 Flanken. Eve! Den bitte haben wir übersehen. Unseren jüngsten Sohn Selius in die naja, passt schon. Ja, da war 5er-Träne drinnen. Ah, okay. Ja, cool. Das heißt, nächster Checkpoint? Ja, gleich. Oder? Wir haben sie alle nacheinander verloren. Ja, genau. Wie da oben das einfach irre geht. Auf geht's. Da muss man echt ganz genau schauen. Ah, das ist der Anfangsraum. Es ist schon, da rechts oben sind Tränen. Ich höre deinen Schatten im... Echt? Alter, sei still. Halt's Maul. Ah ja. Die Frage ist, was das? Haben wir da nur zwei übersehen oder mehr? Ich schau. Warte, geh einfach auf der anderen Seite da einmal hoch. Ja. Fehlt auf jeden Fall noch was. Drei. Wenn das jetzt der Raum ist. Jetzt. Okay. Ich glaube. Schwer auszumachen, ich sehe nur das eine Bild. Wir hätten nochmal zwei gefunden, oder? Gehen wir mal weiter. Und was symbolisiert dieser Aufzug? Echt? Zwei hast du gefunden? Dass wir in die dunkelsten Tiefen seines Na, du hast zwei da oben ja gerade gefunden. Und du hast jetzt eine gefunden? Beschwör deinen Schatten im Traum. Oder wenn er nicht vorbei ist. Zurück, es geht ja nur weiter. Finde Stärke und Mut. War auf der linken Seite nichts mehr? Na, da war nichts. Okay. Und da oben ist wieder so ein Schalter. Ganz genau links und rechts schauen. Ah, da ist einmal was zum Aufziehen, hätte ich gesagt. Zum Glück haben wir es hier mit den Albträumen des Prinzen zu tun und nicht mit meinen. Hm? Ich hatte als Kind schreckliche Angst vor einer alten Hexe. Von der kriege ich immer noch Albträume. Hört auf, von euren Träumen zu reden. Das ist gefährlich. Was hat's denn da? Kommt alle raus. Es waren, glaube ich, vier. Okay. Karte. Die aktualisiert sich halt immer so spärlich. Okay, ja, das schaut gut aus. Okay, dann kommen wir zum nächsten Checkpunkt. Also einfach weiterlaufen. Da haben wir sechs gefunden von 14. Okay. Ist da schon ein Speicherpunkt gewesen, weißt du was? Gespeichert, ja. Also das ist jetzt schon das neue Gebiet. Ja, da haben wir mit die Teller so dämlich herumgespielt. Stimmt. Aha, da war mal
Ah, den haben wir schon gefunden. Ah, da ist eine Klappe. Wo? Das Rote. Da, das habe ich runtergeschlagen. Ja. Da so. Ach so, okay. Also da war ein Gefäß oben, aber das haben wir schon gefunden gehabt. Okay. Ah, ich glaube, ich weiß wo. Jetzt. Bin, oder? Kommen wir von da? Ich kenne mich schon gar nicht mehr aus. Da ist auf jeden Fall noch was. Weiß nicht, ob du das schon runtergeschlagen hast. In der Ecke. Krieg's auf jeden Fall nicht auf. Weiß nicht, ob du das schon hast. Ja, warte, ich bin da. Ist gerade beschäftigt. Jetzt. Wo meinst du? Da vorne. Da. Ja, da war ich auch schon, ja, da waren drei Gefäße drin. Die haben wir aber auch schon gefunden gehabt. Okay. Tja. Okay, entweder da herüben. Oben links vielleicht? Da wo die Katze ist. Waffels. Genau, stimmt ja zu den ich greife. Was sein? Zerstör doch mal ganz kurz das Lichterrätsel. Mein Gott, halt halt bitte mal. Hä? Ist das nicht ein Magnetenschild? Okay. Ein bockiges Magnetenschild. Warte, 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 oi. Was denn? Oi, wat. Was macht er denn schon wieder? Wo ist er denn schon wieder alles zerstören? Ja, da oben kurz hoch. Okay. Okay. War da unten jetzt was oder nicht? Geht's da oben weiter? Ah ja, da oben geht's weiter. Müsste eigentlich. Weil da geht's weiter, oder? Na? Das heißt, wir müssten. Ah, da ist auch wieder so ein Gemälde. Diese gemeine Gemälde. Da oben links rein. Wie viel da waren das? Sogar noch war weiter. Ich glaub, 8? 5, glaube ich. Und da sind noch 3, ja. Okay. Aber da ist noch mehr, da ist noch mehr. Komm hoch. Echter Rätselspaß. Oh Gott. Und da oben haben wir so eine Träne. Ah, den Schlüssel haben wir jetzt freigeschalten fürs Haupträtsel. Also für das Hauptmenü-Rätsel. Okay. Aha. Gott, ich hasse diese Lichterrätsel. Warte, ich befreie den auch noch. Ja, kannst du es einfrieren? Mal so bleibt. Was denn? Rechts oben, das kann man das einfrieren. Ah ja, stimmt, cool, das wäre dann viel einfacher gewesen. Mich frei bewegen. Okay. Boah. Geil. Ja, wieder irgendein Achievement kriegt. Das heißt, wir sind da auch durch, oder? Hätte ich gesagt, ja. Cool.
Haben wir alles, oder wie? Ja. Tobis Traum, ist das das... Ah, das ist das Sondergeschichtel, oder? Das haben wir jetzt freigeschalten. Das DLC. Was? Tobis Traum, oder? Da hast du nicht erzählt, da gibt es eine DLC. Ja, haben wir das jetzt freigeschalten, ja, oder wie? Da im zweiten Akt ist der. Sollen wir den spielen? Ja, passt.